Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Ich zeige euch heute, beziehungsweise ich möchte euch heute ein paar Tipps geben für den Transitmodus, wie ihr am besten einen Top-Start hinlegt. Das Ganze mache ich im Einzelspieler, werde wieder live kommentieren, gefällt mir mittlerweile ganz gut. Ist besser, jetzt immer nachzukommentieren. Ja, ich werde es im Einzelspieler machen. Ich habe es wirklich noch nie im Einzelspieler gemacht. Also Transit. Obwohl, das ist stimmt nicht ganz. Doch, ich habe schon mal versucht, glaube ich, aber nicht wirklich. Also nur im Anfangsraum geblieben und ja, ganz kurz mal angespielt. Aber jetzt versuche ich mal, euch zu zeigen im Einzelspieler, wie ihr am besten bei Transit starten könnt. Und das Ganze ist dann natürlich auch im Koop-Modus möglich. Also müsst ihr jetzt nicht nur im Einzelspieler so machen. Ja, also ganz normal, wie ihr es kennt, hier am Anfang. Erstmal natürlich die Zombies töten. Mit dem Unterschied, dass ihr am besten einen am Leben lässt. Lässt, sag ich schon. Ja, ja. Na, ich will es hier einfach nur mal. Sonst würde ich jeden Zombie hier 6-mal anschießen und dann messern. Ich liebe das Messern hier. Also, es ist so geil, wie das funktioniert. So. Hinter den Barrieren schön. Oh, schön. So. Ja. Auf jeden Fall müsst ihr euch natürlich erstmal die Turbine bauen. So. Das letzte Teil. Weg von den Zombies. Eine Leiter. Könnt ihr natürlich mitnehmen oder schon direkt am Bus bauen. Also wenn ihr Sachen habt, die ihr am Bus bauen könnt, hier im ersten Raum natürlich direkt ranbauen. So, und jetzt anders als wie ihr es sonst macht. Ich weiß nicht, einige werden wahrscheinlich jetzt in den Bus einsteigen, also nachdem sie hier noch ein paar Runden überlebt haben, weil man hier gut Geld machen kann. Das werde ich nicht machen. Ich gehe direkt. Boah, perfekt. Im richtigen Moment gedrückt, das Ding ist sofort tot. Der Waldbewohner. Ja, also ich gehe direkt in die Stadt. Über die Holzbrücke, also den Weg über die Holzbrücke. Dann über dieses Lavafeld, Entschuldigung, über das Lavafeld. Und dann bin ich auch schon in der Stadt. Boah, jetzt war ja hier gerade orientierungslos. So, wichtig ist, wenn ihr über die Lava geht. Ah, war wieder perfekt. Wenn ihr über die Lava geht, dürft ihr vorher nicht angegriffen worden sein. Sonst schafft ihr das nicht. Und ihr dürft auch nicht unmittelbar danach, nachdem ihr über die Lava gesprungen seid, dürft ihr auch nicht. Oh Mist, nicht getroffen. Nachdem ihr über die Lava gegangen seid, dürft ihr auch nicht angegriffen werden, weil das würde euer Tod bedeuten. So, jetzt. Nein, na gut, es geht. Wie gesagt, das ist eigentlich das Schwierigste, dass ihr da heile rüberkommt. So, und schon sind wir bei der Bank. Das ist unser erster Stopp, unser erstes Ziel hier. So, Bank aufsprengen. Und hier könnt ihr natürlich immer Geld einzahlen. Egal in welchem Spiel. Auch wenn ihr es im Koop 4 Spieler macht oder so, auf Runden spielt und dann hier Geld einzahlt, könnt ihr das auch im Singleplayer. Ihr könnt immer wieder an diesen Geldvorrat, an euer Geldvorrat ran. Ja, das habe ich halt gemacht. Mein Konto ist leider voll. Ich glaube, man kann nur 300.000 einzahlen, habe ich auch gemacht. Das heißt, ich habe hier 300.000 auf der Bank. 300.000 Punkte. So, und für einen perfekten Start brauche ich 30.000 Punkte. So, die habe ich jetzt, die kann ich schon mal. Das war voll fail. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass die noch aufgeht. So, nachdem ihr dann euer Geld abgehoben habt. Oder eure Punkte, es ist ja kein Geld. Kauft ihr euch Jugger. Das X markiert die Stelle.
Verstärkung? Kein Problem. Kauft euch Semtex. Sehr schön, dass gerade bei diesem Beispiel die Luke da liegt. Weil die hätte ich jetzt eh noch gesucht in nächster Zeit. So. Also für diejenigen, die sich Stamina abholen wollen, oder lieber also mit Stamina abspielen, können sich hier noch Stamina abholen. Ich mache das nicht. So, und dann gehen wir den Weg von der Stadt jetzt zum Strom. So, man könnte sich ja hier auch das Bowie Knife holen, mache ich aber nicht. Ich hole mir den Taser, und zwar hier an diesem umgekippten, ja, Strommast. Wenn ihr hier lang seid, müsst ihr links gehen. Sofort links, also wenn es möglich ist. Sobald es möglich ist, links gehen, dann seht ihr diese, ja, Holzhütte. Wo ihr auch den Tacho für die Jetgun findet, der ist ja hier irgendwo, hier ist der Tacho irgendwo. Ah, ich gucke ihn an, aber ich sehe ihn gar nicht. Gibt's doch nicht. Naja, auf jeden Fall. Das interessiert mich jetzt. Ach, da liegt er. So, ja, hier ist das Messer. Hole ich mir auch nicht. Wie gesagt, wir haben die Luke. Mit der Luke kommt man ja zum Taser, Schlagring, und das ist ja mein absoluter Favorit, dieser Schlagring. Das Schöne ist auch im Einzelspieler, fällt mir gerade auf, dass der letzte Zombie nicht von alleine stirbt. Also im Koop wäre der jetzt schon längst, eine neue Runde. Das haben sie ja dann mal gut gemacht, dass der im Koop nicht, im Einzelspieler nicht umfällt, sodass man sich hier ganz in Ruhe ausrüsten kann. In aller Ruhe. So. Zack, Strom an. Wenn ihr euch noch in Ruhe ausrüsten wollt, müsst ihr aufpassen, wann ihr den Strom einschaltet. Nicht, dass der letzte Zombie sich hier in diesem Raum befindet, weil der würde ja sterben. Und der befindet sich auch hier im Raum, glaube ich. Meine Zielhilfe reagiert. Oder? Doch nicht. Ich höre ihn aber. Naja, ah, da ist er doch. So, der darf nicht hier drinne sein. Hier ist er in Sicherheit. Sonst stirbt der Gute. Wäre nicht weiter tragisch, aber ich möchte ja zeigen, wie man sich in Ruhe so früh wie möglich ausrüsten kann, einen perfekten Start hinlegen kann. Das gibt's nicht. Der ist nicht gestorben, glaube ich. Das kann doch nicht sein. Eigentlich nicht. Der ist mit Sicherheit... Das kann ja auch nicht sein. Keine Ahnung. Also stirbt er auch hier drin. Also keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Dann habe ich aber Glück gehabt, dass noch irgendwo einer war. Dann geht am besten hier mit ihm hin oder so. Dass der wirklich hier nicht irgendwie Schaden kriegt. Ja, also Voraussetzung für diese... Für diesen perfekten Start ist natürlich, dass... Wenn ihr im Koop spielt, dass alle Spieler Geld auf der Bank haben. Sonst ist das natürlich... Doof. So, Strom ist an. Ach, bin ich froh, wenn ich gleich den Taser hab. Da sieht man auch schön, dass The Tower of Bubble, dass der noch leuchtet.
vom Easter Egg. Irgendwie schön, dass sich das hier speichert. Gefällt mir. Hier geht's ja zur Nacht der Untoten. Einfach die nächste links, also hier durch, nächste links, dann sofort wieder rechts, wenn es möglich ist. Ja, hier geht's ja zum Tower of Babel. Oder wie Richtofen sagt, Obelisk. Und auf Deutsch glaube ich, der Turm von Gebrabbel oder so. Also ganz, ganz eigenartig. Ganz komischer Name. Der Turm von Gebrabbel. Bisschen einfallslos. Oh, Lava. Ah, ich habe ja Jugger. Ganz vergessen. Immer schön sprinten und springen. So, schon sind wir bei der Farm. Hier kaufen wir uns eines der wichtigsten Perks, finde ich. Double Tap 2. Also ganz ehrlich, ich kann gar nicht mehr ohne Double Tap 2. Ich bin so fasziniert von diesem Extra. Ich war nie so der Double Tap Typ, so bei Black Ops. Auf einigen Karten habe ich mit Double Tap gezockt, aber sonst war ich nie so für Double Tap. Mist, ich habe die Luke vergessen, wo ich den Strom angemacht habe. Ah, egal, das hat eh Zeit. Oh, schon mal aufkaufen. Ach so, hier drinne. Hier drinne liegt eine Mustang und Sally von mir. In meinem Vorratsschrank. Könnt ihr euch auch machen, natürlich, ne? Damit ihr, ja, eine Mustang und Sally habt. Alles schon im Grunde 1 so. Müsst ihr dann, wenn ihr das eingelagert habt, also ihr müsst das ja im Koop einlagern dann, oder wie, je nachdem, wann ihr das macht, wow. Und ihr könnt dann so, also wann ihr wollt, könnt ihr da rangehen und euch die rausholen. Egal, ob es in einer Woche ist, in 2 Wochen später, einen Monat später, ist scheißegal, das speichert sich da alles. Also das ist echt eine tolle Sache, finde ich. Das haben sie echt super gemacht, dass man sich hier irgendwie Geld speichern kann, also Punkte speichern kann, sich Waffen speichern kann. Dann habe ich dieses Gerenne nicht zum Punchen und so. Das kann ich dann lieber machen im Koop oder wann ich mal Zeit habe. Man kann da auch alles Mögliche drin lagern. Ach, wo jetzt gehe ich hier falsch. War so abgelenkt von der Laterne. Ja, man kann sich da bloß keine Raygun lagern, das geht nicht. Ich weiß nicht, warum man sich keine Raygun lagern kann oder ob es bei mir nur nicht geklappt hat. Ich habe es auf jeden Fall nicht hinbekommen. Nein, lass mich in Ruhe, du Vieh. Naja, Glück gehabt. So, hier ist auch schon der Bus. Den brauchen wir eh nicht. Ach, wie ich mich jetzt ärgere, dass ich die Luke vergessen habe beim Strom. Ärgerlich. Hier kann man, wenn man möchte, an die Kiste gehen. Mach ich nicht. Also ich mach's jetzt nur einfach so. Vielleicht kriege ich ja EMP-Granaten oder so. Ha! Ich krieg sogar EMP-Granaten. Also wirklich, ich spreche live. Ist kein Scheiß. Ich hab das nur so gesagt mit dem EMP-Granaten. Auf einmal krieg ich sie wirklich. Ja. Hier gibt's natürlich den Taser. Den hätte ich mir jetzt auch geholt. Hätte ich die Luke noch, die ich leider vergessen habe. Werde ich dann irgendwann machen. Das werdet ihr dann aber nicht mehr sehen. Wie gesagt, ich möchte euch nur zeigen, wie ihr einen perfekten Start hinlegt hier. Also, ich habe 15.000 auf Tasche. Juggernaut, Double Tap und Speed Cola. Das vierte Perk lasse ich frei. Wow, jetzt bin ich falsch gelaufen hier. Ach da. Ja, wer möchte, kann sich Quick Revive kaufen. Bin ich nicht so der Fan von. Im Transitmodus. Und, ja, oder Stamina. Der Mehrspieler empfehle ich euch, kauft euch Jugger, Double Tap, Speed Cola und Grabstein. Grabstein ist richtig wichtig. Weil das, was ich euch jetzt zeige, werdet ihr auch dann im... Also ist meiner Meinung nach die beste Taktik hier auf dieser Karte. Das hat mehrere Gründe. Erstens, der wichtigste Grund, beziehungsweise es ist noch nicht mal so wichtig, aber der Elektro-Typ kommt hier nicht hin, wenn man hier zockt. Man kann sich hier...
Das ist der zweite Punkt. Immer Muni kaufen. Die M16 puncht man sich dann auch zum Schädelberster. Und die ist wirklich sowas von stark mit Double Tap 2. Kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr dann hier spielt, ist Grabstein wichtig, weil wenn euer Kollege down ist, drückt er einfach X, um die Zombies zu füttern. Und dann macht ihr schnell die Runde zu Ende und dann kann der hier einfach durch seinen Grabstein hüpfen und hat wieder alles. Aber hierbei ist wichtig, wenn ihr im Koop spielt. Also ich renne immer hier eigentlich. Ich renne hier im Koop. Also hier, ich habe diese Riesenfläche. Und mein Koop-Spieler spielt hier, hat diese ganze Fläche. Also hier diese beiden Autos hier, die trennen diesen Bereich quasi. Also ich renne hier, mein Kollege hier. Und wenn einer down geht und der Grabstein hier dann liegt, dann müsst ihr den letzten Zombie unbedingt, egal, also ihr könnt ihn hier überall, das geht nicht. Wenn ihr ihn hier tötet, spawnt euer Kollege beim Diner. Ihr müsst den letzten Zombie hier töten. Hier auf jeden Fall, hier müsst ihr stehen und den Zombie töten. Dann spawnt euer Kollege genau hier. Der spawnt dann hier und ja, kann dann hier langlaufen, sich seinen Grabstein holen und gut ist. Ja, wenn man natürlich jetzt im Einzelspieler spielt, was ich so gut wie gar nicht mache, also nie mache sogar, dann hat man hier diese Riesenfläche für sich alleine, der Elektro-Zombie spawnt nicht. Ja, also jetzt könnte man schon anfangen auf Runden zu zocken. Wobei, es nervt tierisch, die Zombies. Oh, das dauert so ewig, bis die spawnen hier. Der Anfang dauert immer so lange. Och, dieses Messern, ich liebe es. Auf jeden Fall ist das hier eine super Taktik. Und wenn ihr die... Also, dann hat hier natürlich auch im Koop-Spieler, hat hier jemand noch die Jetgun. Und was war denn noch? Ach ja, genau, das Allerwichtigste. Was heißt Wichtigste? Es ist schon was ganz Cooles. Und zwar, alle 7 Minuten kommt der Bus hier lang. Also ich habe die Zeit gestoppt. Alle 7 Minuten kommt der Bus hier lang. Das hört ihr dann durchs Hupen und ihr seht ihn da hinten auch schon. Jetzt habe ich tatsächlich einen Zombie abgeknallt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ihr ihn da hinten seht. Ja, und wenn ihr den seht, sammelt ihr hier an. Wie auch immer ihr ansammelt, ne? Ganz normale Trains laufen. Und dann lasst ihr sie alle vom Bus überfahren. Und das ist eigentlich eine Riesenfalle. Alle 7 Minuten kommt der. Tötet einen ganzen Haufen. Das ist echt super. Naja, ich habe jetzt hier eigentlich auch gar keine Lust weiter zu zocken. Ich werde gleich, ja, das Gameplay endet jetzt hier gleich. Dann bringe ich meine Mustang und Sally wieder in meinen Vorratsschrank und zock wieder Koop. Ah, da sieht man, also der Bus kommt. Könnt ihr auch sehen, der fährt hier genau lang. Also wenn ihr jetzt hier angesammelt habt und dann in die Richtung rennt, ist der Bus ist immer schneller als ihr. Also wenn ihr jetzt die Zombies hier angesammelt habt und jetzt losrennt, würde er jetzt gerade die ganzen Zombies überfahren. Boah, alle sind tot. Dann weiche ich die aus und rennt wieder zu eurem Platz. Also eigentlich eine ganz einfache Sache. Naja, achso, Muni nachkaufen, ganz einfach. Also natürlich nicht, wenn ihr gerade einen ganzen Haufen getötet habt. Also, ne, dann nicht losrennen direkt und Muni kaufen, weil dann spawnen die euch hier kreuz und quer. Immer ansammeln, wenn ihr dann Muni braucht für M16, erstmal ansammeln. Gucken, ob keiner mehr kommt. Dann rennt ihr einfach. Na, mach ich mal eben hier. So, nehmen wir mal an, das wären jetzt alle. Nicht reinschießen, sondern erstmal. Ah gut, ich kann mir sogar Muni kaufen. So, Muni kaufen. Und dann umdrehen, reinballern, wenn es ganz viele sind. Vorsichtig sein, wegen dem, der hinter einem sein könnte da. Dann rennt ihr hier wieder lang und spielt wieder ganz normal, habt eure Muni. Natürlich immer auf den Kopf zielen, spart Muni, Zombies kippen schneller um und so weiter. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich werde auf jeden Fall jetzt demnächst mal ein High-Round-Video machen. Also ich habe hier noch nicht wirklich auf High-Rounds gespielt im Transitmodus. Das werde ich zu zweit machen. Dann werde ich ein High-Round-Video hochladen mit der Taktik, die ich euch gerade erzählt habe. Bloß dann seht ihr es auch nochmal. Das hier war ja jetzt mehr Theorie. Und ja, ich hoffe, ihr werdet es euch anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis dahin, Leute, ich wünsche euch viel Spaß, viel Erfolg beim Zombieskillen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die... Sprachfehler, schreibt in die Kommentare. Und ja, bis dahin, haut rein.